Diese Woche will ich mir mal angucken, was sich bei Scenic seit dem großen Update im letzten Jahr getan hat. Ja, und das Ganze hätte ich euch ja gerne wieder auf dem Motorrad gezeigt, aber aus gegebenem Anlass wieder aus der Quarantäne und dementsprechend hier auch ein bisschen Archivaufnahmen erstmal zumindest zum Warmwerden, den Rest dann am Computer. Und ja, wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und wie gesagt, diese Woche soll es mal gehen um die Updates, die sich so bei Scenic getan haben. Und da haben wir hier das eh am Rechner machen müssen, beziehungsweise zu Hause habe ich hier auch mal das iPad angeschmissen. Da haben wir es ein bisschen größer dann drauf. Und natürlich, ja, der Guido ist eigentlich unermüdlich dran, entsprechend Fehler zu verbessern am Scenic und auszumerzen, aber eben halt auch neue Features dazu zu machen. Und ein paar davon will ich euch heute mal zeigen. Und anfangen will ich mit einem recht kleinen, was wahrscheinlich keinem außer mir so einen riesen Spaß macht. Ich rufe hier einfach mal eine Karte von mir auf oder eine Route, eine geplante. Wenn ich jetzt sage, Route bearbeiten, dann haben wir jetzt auch hier die Möglichkeit, hier die einzelnen schon gesetzten Wegpunkte nachträglich noch umzuändern, von Via zu Weg zu einem Stopp und umgekehrt. Für mich ist das Scenic im Moment ja das Programm, das Navi-Programm, was sozusagen am nächsten an die Art rankommt, wie ich gerne Routen plane. Und da gehört halt auch diese Unterscheidung dazu. Das heißt, wir klicken hier einfach auf den Stopp drauf, dann haben wir hier dieses Icon, haben da entsprechend jetzt die Möglichkeit, einen Namen zu vergeben für den Stopp. Zack, und schon haben wir den Stopp in Via-Punkt in Stopp umgewandelt, klicken nochmal drauf, können wir entweder jetzt den Namen ändern oder hier halt wieder drauf drücken, um das Ganze wieder in einen Via-Punkt umzuwandeln. Hier unten bei den drei Punkten haben wir auch noch die Möglichkeit, alle Vias in Stopps umzuwandeln und das Umgekehrte natürlich auch, alle Stopps in Via-Punkte umzuwandeln. Aber natürlich hat sich auch noch mehr getan und auch Sachen, die euch wahrscheinlich erheblich mehr interessieren. Ach, hätte ich ja gerade hier drin bleiben können. Ja, ich bleibe mal hier drin, mache die nochmal zum Bearbeiten auf. Hier unten in der Ecke haben wir ja dieses Symbol, wo wir Layer einblenden können. Und da gab es ja halt die ganze Zeit zum Beispiel die POIs, die wir einblenden können. Und hier hat sich einiges getan. Zum einen habt ihr jetzt hier auch die Möglichkeit, eure bisher geplanten Routen, eure anderen hier entsprechend einzublenden, sind hier nur ganz dezent jetzt in rosa so oder so einem transparenten Rot eingeblendet. Ihr könnt genauso eure gefahrenen Strecken einblenden, jetzt da hier so leicht im Grün eingeblendet. Und was mich halt ganz besonders begeistert, ihr könnt jetzt eure POI-Gruppen einzeln einblenden. Das finde ich also wirklich riesig an der Stelle, weil jetzt muss ich zum Beispiel nicht mehr rausschmeißen. Also beispielsweise hatte ich ja standardmäßig meine Passknacker-Punkte mal drin gehabt als POI-Gruppen. Und für das Video zur Schwarzpulver-Rallye hatte ich mal hier die Kreisstädte da reingepackt, aber weil ich halt nur alles auf einmal ein- und ausschalten konnte, musste ich dann die Passknackerpunkte erstmal wieder rausschmeißen. Und jetzt haben wir hier halt wirklich schön die Möglichkeit zu sagen, hier, ich will jetzt mal alle Punkte von der Schwarzpulver-Rallye einfügen, zack, und schon könnte ich hier jetzt schön eine Planung machen für die nächste Schwarzpulver-Rallye. Oder ich gehe her, mache die alle wieder aus und dafür sage ich jetzt zum Beispiel mal, meine Passknackerpunkte für Deutschland lasse ich mir einblenden. Und so muss ich nicht gleich immer zigtausende alle auf einmal machen für alle Länder, weil das natürlich auch so ein bisschen die Karte teilweise ausbremst. So kann ich jetzt gezielt hier irgendwelche für Italien, für Deutschland und so weiter mir der Reihe nach einblenden. Ich finde es grandios. Eine weitere Sache ist jetzt
Was nachgereicht worden ist, was also ursprünglich bei der Scenic Version 1 schon ging, beim Umstieg auf die 2er erstmal ausgeblendet worden ist, weil noch nicht so viele drin waren. Jetzt ist es also wieder da, dass man hier schöne Routen sich aussuchen kann von anderen Leuten, die halt entsprechend ihre Routen freigegeben haben. Da ist halt so eine Begrenzung, man muss entweder so weit reinzoomen, dass halt nur maximal 50 Stück angezeigt werden. Dann kann man hier oben halt schön durchblättern. Und jetzt muss ich mal gerade gucken, ob meine auch schon dabei ist. Ich habe also auch mal eine freigegeben. Kann man hier entweder durchblättern oder wir können auch hier unten sagen, zum Beispiel filtern und können nach einem Benutzernamen filtern. So, jetzt gebe ich hier mal Hohlenschrat ein und sage hier Filter setzen und dann muss ich auch noch mal die Route neu suchen. Und jetzt hat er nichts gefunden. Moment. Hier müssen wir das Rhönschrat mit OE machen, sonst findet er das nicht so. Filter setzen. Fertig. Nochmal. Zack. Und da ist entsprechend meine Route. Und jetzt können wir sogar ein bisschen weiter rauszoomen, weil er dann halt nicht viel mehr findet als meine zwei, die ich so habe. Zack. Und so kann man sich halt hier entsprechend schönen Routen angucken, die andere freigegeben haben. Freigeben ist halt auch das Stichwort. Also es gibt da jetzt da, und das ist eigentlich das dickste neue Feature, was jetzt gerade kürzlich erst dazu gekommen ist, die Möglichkeit jetzt wirklich hier entsprechend Routen zu teilen. Und das funktioniert sowohl für Routen als auch für befahrene Strecken. Da wird also dann entsprechend ein Link vorbereitet und dann taucht so ein Teilenbildschirm, der übliche, auf. Das ist der übliche Teilenbildschirm, den man so hat, wo man in alle möglichen Richtungen das schicken kann, per Nachrichten, per E-Mail, per was auch immer für eine Anwendung. Ich mache es jetzt hier einfach mal gerade über AirDrop, schicke ich mir das Ganze rüber auf den Rechner. Da kann ich das Ganze jetzt da annehmen und es wird im Prinzip direkt im Browser aufgemacht. Und das finde ich ist eigentlich auch richtig schick geworden. Also hier in dem Fall wird halt die Route angezeigt oder ich will das gerade noch mal mit einer anderen Route machen. Moment. So, hier habe ich jetzt also noch mal eine andere Route von mir, die ein bisschen auch aufgepeppter ist. Das ist meine Edersuit-Tour von letztem Jahr. Da habe ich also sogar Bilder hinzugefügt und das finde ich eigentlich auch recht schick. Wenn ihr die Bilder hochladet und die beispielsweise auf eurem Handy gemacht habt mit entsprechenden GPS-Informationen drin, werden die also auch gleich automatisch an die richtige Stelle sortiert. Und hier habt ihr also sowohl die Route jetzt da, als auch die Bilder, die geteilt worden sind. Entsprechend hier so ein bisschen Statistik darüber. Und hier unten gibt es jetzt wiederum alle Möglichkeiten, um das Ganze jetzt wirklich weiter zu teilen. Erster Weg führt hier natürlich wieder zurück zu Scenic. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr eine Route teilt, jetzt wirklich die richtige Route, also die Planung an andere weitergeben. Ich kann das jetzt hier nicht ausprobieren, weil er automatisch erkennt, dass ich die Route ja selber schon habe in meiner Liste. Deswegen würde er das ablehnen, aber das funktioniert halt ganz normal, wie schon im richtigen Tutorial gezeigt, mit dem Importieren. Weitere Möglichkeiten sind jetzt hier der Download als GPX-Datei. Und das finde ich eigentlich auch recht faszinierend. Da zeige ich euch jetzt gleich mal kurz den Inhalt. Und zwar ist es da so, dass jetzt hier nicht nur schön in dem, ja, in der Datei, in der GPX-Datei wirklich alles drin ist. Da ist sogar noch ein kleines Special drin. Das heißt, wir finden hier erstmal die ganzen Wegpunkte, die auch immer schön hier beschrieben sind, also wirklich übernommen worden sind. Hier Burg Herzberg, Eisenberg, Knüllköpfchen, was auch immer. Erstmal die einzelnen Wegpunkte und auch wirklich nur die Wegpunkte, weil ich habe ja, wie ich vorher schon gesagt habe, wieder einiges an Vias noch eingefügt. Dann kommt hier nochmal die Route jetzt wirklich als Route im GPX. Und da steht hier schon dabei No Garmin Extension. Das heißt, das ist jetzt das ganz Normale, was eigentlich jedes Navi verstehen sollte. Wiederum hier mit allen
den ganzen Punkten wirklich schön benannt, beziehungsweise wenn es wirklich nur Vias sind, sind das hier halt auch entsprechend Via 11 und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch eine zweite Runde. Ich klappe das hier mal einfach ein, dann sehen wir es, glaube ich, besser. Hier die Route klappe ich einmal aus. Es gibt noch eine zweite Version von der Route hier drin mit Garmin Extensions, was auch immer die machen, aber an alle Garmin-Besitzer, es ist an euch gedacht worden und die exportierte Route enthält nochmal quasi eine spezielle Version. Wenn das von euch mal einer ausprobiert, kann er mal in den Kommentaren unten schreiben, was das denn bewirkt und das Ganze auch nochmal als Track. Das heißt, wenn man das irgendwo importiert und will sich halt sicher sein, dass es genau da lang geht, wo es jetzt hier im Scenic geplant worden ist, kann man halt entsprechend den Track nutzen. So, dann gibt es noch die üblichen Sachen hier, Facebook sharen, über Twitter sharen, per WhatsApp verschicken als E-Mail oder hier unten sich einfach den Link kopieren und das Ganze dann entsprechend verteilen. Wie gesagt, das funktioniert sowohl mit gefahrenen Routen als auch mit den geplanten Routen. Könnt ihr beide teilen, könnt ihr beide entsprechend weiterschicken. Und das war eigentlich so das größte Highlight, was jetzt gerade erst vor kurzem rausgekommen ist. Mir gefällt es ziemlich gut. Also die ganzen Änderungen, die so kamen. Und es geht wohl immer noch fleißig weiter. Von daher denke ich mal, im nächsten Jahr kann ich auch wieder ein schönes Update-Video machen. Ja, und das war es von meiner Seite schon gewesen. Ich hoffe, es hat euch was genützt und ansonsten bleibt mir wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.